Hi und willkommen. Mein Name ist Dani Roll P. Und ich bin Metal Mario Master. Und wir begrüßen euch zurück zu Raft. Guck mal, was wir gefunden haben, Schönes. Das wird uns alles gehören. Ja, das wird alles uns gehören. Ich sehe schon die zwei Türme hier von hier aus. Ja, ich habe den einen Turm schon gesehen, aber ich sehe den anderen gerade nicht. Dann tun wir mal weiter erkunden. Wir haben eine coole Insel hier gefunden mit radioaktivem Müll und so. Ja, wir haben auch da ein bisschen Mario-mäßig Jump'n'Run-Action gemacht. Ja. Ich hoffe, wir kommen irgendwie sicherer jetzt zurück. Wir müssen dann nicht wieder durchspringen. Ich glaube nämlich. So, wir müssen da lang irgendwo. Ich glaube, in der Richtung waren die Dinger. Oh, Scheiße, ich glaube, jetzt habe ich dich aus den Augen verloren. Oh, ich bin in eine andere Richtung gegangen. Ich gehe jetzt mal in die. Also, weg von dem. Ich bin von dem Eingang, von dem Turm gerade wieder. Von der Hütte bin ich gerade wieder. Zwischen der Hütte und dem Turm. Ja, gut, okay, dann gehen wir mal nochmal zur Hütte. Weiß nicht, wo du hingegangen bist. Ja, gut, okay, da sind wir. Dann brechen wir auf. Ja, gut. Dann gucken wir mal, was wir hier noch so cooles finden, ne? Ja. Ein neuer Bär. Vor allen Dingen, ist das nicht gefährlich? Ich meine, Wildbären, ja, warte, gib auch mal so ein paar Bären. Wildbären. Oh. Moment mal, Wildbären? Haben wir nicht. Irgendwie habe ich den nicht im Inventar. Das sind wahrscheinlich wichtige Gegenstände. Noch mal eine. Also bekommst du ja auch die Meldung hier die ganze Zeit, wenn ich die einsammle? Ja. Ah, okay. Muss schon sagen. Oh Gott, jetzt wird es auch noch dunkel. Wo bauen wir die denn? Wahrscheinlich für etwas, was wir noch nicht gefunden haben. Oh Gott, jetzt wird es auch noch dunkel. Ja, das hab ich doch gerade gesagt. Wo kommen wir denn da hin? Ich erst mal eine Suppe. So. Hey, wir sollten da mal runtergehen. Ah, da hinten sehe ich eine Brücke, aber die ist irgendwie nicht. Ja, so nicht eine Zug. Oder ist das, nennt man eine Zugbrücke? Ja, das ist eine Zugbrücke. Vielleicht können wir die ja runterlassen. Gehen wir mal in Richtung Zugbrücke. Ja, sieht nämlich nicht so aus, als könnten wir auf die andere Seite gehen. Ich glaube auch nicht. Ja, die Schatten, die sich hier so. Und bewegen sich die Schatten. Oder ist irgendwann am Rumfliegen? Gott, okay, ja. Oh Gott, Hilfe. Ist das ein Bär? Die Schatten bewegen sich so. Oh, ich habe irgendwas. Ich höre was. Da, hinter uns. Bär, wo? Ich sehe ihn nicht. Wo ist er? Oh, ein Stück. Oh Gott. Aua. Nach dem Dunkeln auch noch. Wir töten Bären. Er ist tot. Und das nachts. Und das nachts. Warte, ich nehme ihn wieder auf. Mal sehen, ob ich den Bärenkopf kriege. Leider nicht. Mein Gott, wie viel Glück hast du denn dann? Ich weiß es doch nicht. Oh. Na. Bisschen doof, dass es jetzt gerade dunkel ist, aber was soll man machen, ne? Naja, wir könnten nur uns versuchen, nur ein Feuerchen zu machen. Wie denn? Mit irgendwie so Fackeln oder irgendwie so. Ne, keine Ahnung. Ne, irgendwie nicht, ne? Jetzt wäre es natürlich super, wenn wir unsere Stirnlampen dabei hätten. Ja. Ah, wir werden das schon finden. Ich weiß gar nicht mal, ob wir auf dem richtigen Weg sind hier gerade. Ich weiß es doch auch nicht. Es ist dunkel, ich habe Angst. Halt mich. Ja, ich halte dich. Da liegt eine Kiste. Wo? Da! Aua. Aua. Ich bin tot! Was? Wie? Oh nein! Wie das denn? Jetzt muss ich auch noch. Aua! Was? Ich bin auch gleich tot. Scheiße. Ich bin tot. Nein! Zwei Drittel des Inventars verlieren. Nein! Ich glaube, wir müssen es machen. Ja. Nein. Nein. Okay. Aber ich habe die Feldflasche noch. Ich auch. Oh, aber meine Sachen sind alle kaputt. Sehe ich gerade. Ah, Scheiße. Warum haben wir ja so viel Schaden genommen auf einmal? Oh, so ein Mist, ey. Oh nein!
Nein, ich habe meinen Netzwerfer verloren. Ja. Wie sollen wir denn so viel Schaden genommen auf einmal? Ich weiß es doch nicht. Aber weißt du, was das Allerbeste ist? Meine 4 Suppen habe ich auch verloren. Was? Ist? Ich konnte den Plan noch retten. Na ja, gut, ja, ich nehme an, wichtige Sachen verlieren wir nicht, ne? Denke ich mal nicht. Oh. Wie konnte das denn passieren? Weiß ich nicht, wir haben irgendwie voll viel Schaden genommen. Ich habe fast voller AP. Alter, und ich habe fast alle Ananas verloren. Ja. Und ich habe so viel Zeug verloren. Oh nee. Ach, das meine ich mit 2/3. Wir verlieren nicht die Klamotten, wir verlieren. Da habe ich auch meine Axt verloren. Ja, ich habe auch so viel verloren. Oh, warum? Na, scheiße. Ich tue jetzt diese einfachen Grills, tue ich jetzt eigentlich in den Müll, ey. Boah, ich muss jetzt mal loswerden, ey. Ich habe meinen Netzwerfer verloren. Und das heißt, ich kann jetzt auch keine Tiere mehr fangen. Ja, brauchen wir jetzt nicht so. Aber hey, aber ich habe zumindest noch das Fleisch. Das Rohfleisch gerettet. Oh, ich habe eine Menge Sachen verloren, ja. Ich habe auch eine ganze Menge Zeug verloren. Aber dann gehen wir wohl mit leichtem Gepäck da rein, nehme ich an. Oh Gott. Aber ich habe kein Metallspeer, ich habe keine Waffen mehr. Ja, ich habe auch meinen Bogen verloren. Meine Sachen sind alle fast kaputt gegangen jetzt dadurch. Ja, meine auch. Mein Insektennetz ist fast hinüber, der Schrotthaken auch, die Axt auch, meine Schere auch. Ich habe sogar meine Schaufel verloren. Und immerhin habe ich noch meinen Holzhammer. Ich weiß nicht, ist das ein Trost? Weiß nicht. Nein, ich glaube nicht. Oh, super, ey. Hey, allein ja, was wir verloren haben. Komm, also ohne Speer brauchen wir da gar nicht auflaufen. Ja, wir können auch vor dem einfach wegrennen, vor dem Bären. Ich glaube, der ist schneller als wir. Ach was. Ich werde mir einen neuen Speer machen. Ja, und dann verliere ich die Sachen wieder. Ist mir egal. Alter, das werde ich mir nicht gefallen lassen. Also ich gehe jetzt mit leichtem Gepäck rein. Und dem nicht. Das ist so nicht hier alles hier. Einfacher Bogen. Seil. Ja, jetzt tun wir uns gleich wieder alles herstellen und dann verlieren wir halt wieder alles. Ja, und? Und? Viel zu verlieren haben wir eh nicht mehr. Ich muss mir einen Holzspeer erstellen. Ich habe mir jetzt einen Metallspeer hergestellt. Na gut. Meine Heilsalbe habe ich auch verloren. Ja, die Heilsalbe habe ich natürlich auch verloren. Mann, ich brauche sie noch auf jeden Fall trinken. Ich wusste ja, meinst du, die Sachen liegen da noch irgendwo? Nee, ne? Na, keine Ahnung. Das finden wir eh nie wieder. Ja, wir müssen aber wieder in die Richtung gehen, ne? Ja. So, ich gehe jetzt mit sehr leichtem Gepäck dahin. Na, warte. Lass uns zumindest noch warten, bis wir unsere Feldflaschen wieder voll haben. Meine ist so gut wie voll. Wie eigentlich nicht. Da ist ja nirgends so Wasser drin. Nein, ich glaube jetzt nicht von den Tieren. Die müssen ja auch schon leiden. So. Ach, ihr doofen Bienchen, macht doch mal hin. Nein. Na gut. Also wenn ich nächstes Mal einen Bär sehe, ich renne vor dem weg. Sag ich dir jetzt schon. Ich hatte irgendwie voller AP und dann hat er mich einmal angegriffen und dann hatte ich irgendwie nur so 1/4 meiner AP übrig oder so. Ich weiß nicht, war halt irgendwie ein super starker Bossbär oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. So. Bogen. So, meine Feldflasche ist voll. Wir haben keine Metallbahn. Ne, ich habe die letzten gerade verwendet. Ach. Okay. Okay, machen wir bereit für Runde 2. Naja, ich habe nur noch einen Holzspeer, sag ich dir jetzt schon. Ja, ich habe einen Metallspeer, aber ich habe keinen Bogen mehr. Ich auch nicht. Also ich habe noch einen, aber der ist so gut wie kaputt.
Ich habe meinen Bogen verloren. Hm. Vielleicht war irgendwie war nachts war, vielleicht sind die Gegner dann stärker. Das glaube ich weniger. Ja. Aber das hat auch was Gutes da, dass wir jetzt gestorben sind. Was? Wir kommen wahrscheinlich. Da oben ist ein Bär! Ja. Ich versuche an dem vorbeizulaufen, wenn es geht. Gib mein Bestes. Der hat uns gesehen. Ein Stück. Ich mit meinem Holzspeer hier. Weiß nicht, ob ich den Schaden mache damit. Er ist tot. Warte. Okay. Aber ich bin fast tot. Das, der nächste Bär, den ich sehe, der wird mich umbringen. Du bist schon fast tot? Ich hab einen Kopf! Okay, cool. Ich lass dir einen fallen. Ja, lass mal lieber zum Dings. In Sicherheit bringen. Nee. Okay, eben in Sicherheit bringen. Ja. Ich kann ja mal. Aber zeigen, setz jetzt erstmal den Bärenkopf auf. Zeig mir, wie du aussiehst mit dem Bärenkopf. Und ich den da reinziehen könnte. Aha! Ausgezeichnet! Rar! Ich tue ihn aber ins Floß hier rein, wo ich es habe. Ja. Mein Tauchheim tue ich vielleicht auch lieber. Ja, ich habe ihn ja auch schon in meinen Inventar, in meinen Schrank gepackt. Bevor wir den auch verlieren. Aber ich nehme nämlich nur noch ein paar Bienchen mit. Oh Gott. Wow, 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 wow. Okay. Eingelagert. Was? Wieder zurück. Muss er uns geheilt werden. Ja, eine Heilsalbe wäre vielleicht eigentlich schlecht. Ja, ich habe aber gerade keine. Und ich glaube, wir haben auch nicht mehr Eier. Wir haben nur ein Ei. Wir brauchen Eier dafür. Oh mein Gott, wie viel hast du denn hergestellt? Ich habe nur zwei davon hergestellt. Ich glaube, habe ich noch nie eins hergestellt. Jetzt aber, das ist kein Problem. Kann ich erstmal hier Fleisch mal ranbringen. So. Ich glaube, man sollte hier auch tatsächlich mit einer Rüstung reingehen. Wollte nicht. Ich mache mir jetzt erstmal eine. Ich gehe mal kurz hier rein. Mein Holzspeer ist schon fast kaputt, sehe ich gerade. Oh Gott. Ich vielleicht nicht dann. So, warte mal, ich werde mir erstmal hier versuchen, mir Kleidung herzustellen. Wo waren wir denn noch nicht? Wir waren noch nicht bei Relay Station 4. Ja. Die ist rechts hier von. Ich bin Bär, sehe, renne ich. So. Ich glaube, jetzt kriege ich erstmal weniger Schaden. Ja, sehr gut. Ich höre irgendwie so eine Glocke die ganze Zeit. Ist das bei dir? Was? Ich höre die ganze Zeit so eine Glocke, so eine Schelle oder so. Keine Ahnung. So. Relay Station 4. Ich komme jetzt auch wieder auf die Insel. Ja, ich bin einfach den Schild gefolgt, wo 4 und 6 ist. Okay. Ich bin jetzt vor so einem anderen Schild. Ach shit, okay, jetzt habe ich die Wolle noch dabei, egal. Wir haben Bären sehen, ignorieren, versuchen, rennen. Irgendwie nach oben gehen oder so. Oder im Berg runterlaufen. Ich habe gehört, Bären können nicht die Berge runterlaufen. Mhm. Weil die dann stolpern. Also echte Bären. Echte Bären stolpern. Ja, weil die so kurze Beine haben. So, was ist das? Waren wir da schon? Ja, ne? Ah, da ist die Zugbrücke. Komm mal nach hinten. Ah, das ist ein Bär. Wo bist du? Rennt. Ich bin jetzt gerade hochgesprungen, ich finde gerade das Schild nicht. Ich bin einfach im Weg gefolgt. Da warst du doch gerade, oder? Hm? Ich bin links von dir. Da oben bist du doch, oder? Ja, rechts von dir. Unten. Oh mein Gott. Ich habe einen grottigen Orientierungssinn. Ich habe dich auch gerade gesehen. Wo bist du? Bist du? Du warst doch gerade hier. Ja. Da! Ich sehe dich. Upsidu. Ja. Oh, Mann, du siehst echt gut aus mit dem Bärenhelm. Hey, danke schön. Du auch. Dankeschön. Jetzt habe ich übrigens auch. Ich habe mir eine Lederrüstung gemacht. Na, unten ist ein Bär. Oh Gott, der kommt auch zu.
Ja, oh Gott, der kommt auf uns zu. Lass ihn mal, okay, runter, ich renn weg. Ich renn weg, ich renn weg. Den hängen wir schon ab irgendwie. Er folgt uns. Kletter irgendwo hoch, versuche irgendwo hoch zu klettern. Ich sehe nicht. So, jetzt sind wir wieder hier, boah. Jetzt sind wir den gleichen Weg wie vorhin. Oh mein Gott, wo müssen wir lang? Nicht hier lang. Oh mein Gott. Boah. Ist eine Sackgasse. Oh na, großartig. Eine doofe Sackgasse. Da kommen wir nicht hoch. Nee? Zugbrücke war doch hier in der Nähe. Zugbrücke war doch hier in der Nähe, oder? Keine Ahnung. Ich merke gerade, ich habe auch keine Axt. Ey. Wenn wir gegen irgendwas kämpfen müssen, ne, dann kann ich dir jetzt schon sagen, werde ich nicht viel helfen können. So, oh, da unten sehe ich gerade, es hätte man anlegen müssen. Das ist ein Strand. Oh. Vielleicht so, sollten wir da noch hingehen. Ja, aber nicht jetzt, ne? Bevor die Folge zu Ende ist. So, da ganz unten ist ein Bär. Wo müssen wir lang? Hier glaube, waren sogar schon zwei Bären. Ist er da vorne? Da? Ja. Am besten, wenn wir mal, können wir mal versuchen, da einzugehen. Versuchen. Du führst den Weg. Ja. Wenn wir da hinkommen irgendwie. Gott, ich sehe wegen den Bäumen nicht. Sie haben Bären in der Nähe. So, wo ist das? Ja, Bärenalarm, ich sehe es. Ja. In case of bears hiding, leave area immediately. Okay. Eigentlich muss man versuchen. Ist es nicht eigentlich so, dass man, wenn man so einen Bären sieht, sich totstellen müsste? Ja, ja. Irgendwie sowas. War das nicht irgendwie eine Regel? Weiß es nicht. Vielleicht kann es ja jemand in den Kommentaren ja sagen. Hier liegt ein Hinweis. Oder auch. Gib mal her. Warum hat er sich so angehört wie Mickey Mouse? Wer? Das, was ich da gerade gehört habe. Er hat sich gerade angehört wie Mickey Mouse. Wie Mickey Mouse. Was ist das hier? Was zur Hölle? Was hat hier? Benutzen? Glühbirne. Oh. Ah! Tiny little murderer. It's all so obvious now. Oh Gott, es ist schon wieder dunkel. Warte, Moment. Die Glühbirne. Oh, ja, die war beim Dings. Ja, wir müssen zur Ranger-Station. Okay, jetzt ist aber wieder dunkel. Das heißt, wir werden gleich wahrscheinlich wieder sterben. Oh Gott. Wenn wir jetzt hier sterben... Ja, bis wir wieder eh hoch. Ich sehe nichts. Ich sehe gar nichts. Ich auch nichts. Wir werden gleich wir sollten die ganze Zeit jetzt beisammen sein. Ja. Gott, ey. Gott, ey. Wird das jemals wieder hier finden? Ja, jetzt kommt's. Jetzt müssten wir hier noch irgendwie ein paar Zombies treffen. Ja. Hier, Resident Evil Raft Edition. Ich muss mal auf meinen Aufnahmebildschirm sehen, da ist ein bisschen heller. Ist das nicht hier, wo wir gerade gestorben sind? Keine Ahnung. Ich gehe mal auf. Hier sieht alles gleich aus. Zu dunkel. Kann ich erkunden. Ja, und ich denke mal, dass das hier wirklich die letzte Folge sein wird. Warte, was ist das? Das ist ein... Das war eine Ziege gewesen. Ja. Warte, was steht hier? Relay Station 4. Wenn ich das richtig gelesen habe. Hier sind wir vor der Brücke. Sehe ich gerade. Aber da kommen wir nicht rüber. Vielleicht können wir die Zugbrücke hier runterlassen. Von hier aus nicht. Oh Gott. Die Brücke ist auf der anderen Seite. Ja, ja. Und die sind Steine. Warum sind hier Steine? Oh, müssen wir da treffen mit einem Stein? Versuch mal. Schade. Warte mal, ich versuche mal den Hebel zu treffen. Nee.
Warum würden die ja Steine platzieren, wenn man die nicht benutzen kann? Komm. Nee. Ich treffe den aber auch nicht. Komm. Das. Du willst. Nee. Ich glaube, man muss den eben von der anderen Seite drücken. Ja, ja. Wie kommen wir auf die andere Seite, ne? Da lang, ne? Kannst du nicht irgendwie was bauen? Ah, ne, wir haben keine Planken. Ne, von hier. Man kann auch außerhalb von Fluss nichts bauen. Hab ich schon mal versucht. So, ich glaube, wir müssen hier so. Ich glaube, ich sehe den Weg. Wo bist du? Wo bist du? Rechts, rechts, rechts. Hier habe ich noch einen Stein. Ja, rechts von dir, aber nicht. Ach da. Ich versuche irgendwie so die Wand irgendwie so entlang zu laufen. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Ach, was? Weißt du, was uns passiert ist? Es ist so fucking dunkel. Ja. Ich sehe fast gar nichts. Und ich habe schon bei mir das Rollladen runter gemacht. Ich gucke bei mir auf dem Aufnahmebildschirm, dann sieht man das viel besser. So. Also die Wand eigentlich folgen, müssen wir doch eigentlich da hinkommen, oder? Ja. Vielleicht nicht der offizielle Weg, aber wir haben gerade keine anderen Optionen. Ich würde am liebsten da unten mal hingehen, aber lass mal lieber. Ich bin direkt hinter dir. Ich sehe nichts. Ich merke gerade, ich muss auch essen, ja. Aber trinken. Oh Gott, ich habe nichts zu trinken dabei, aber ich habe genug Melonen und so. Da irgendwie kommen wir ja nicht. Nein, sich eine Höhle, eine große. Eine große. Wä? Aber Höhle bedeutet, glaube ich, Bär. Wo bist du? Ich habe dich schon wieder verloren. Wow. Weiß nicht, wo du bist. Nein, da. Warte, siehst du mich? Nein, ich sehe dich nicht. Bleib mal stehen. Bleib mal stehen. Bleibe stehen. Ja, hinter dir. Ah! Oh Gott. Oh. Ja, ich wollte noch mal da die Wand hochklettern, weil irgendwie sind wir da unter. Irgendwie müssen wir da hoch. Ich bin da. Oh. Nein. Oh, wir kommen rein. Komm schon. Nein, nein. Ich glaube nicht, dass wir da runter sollen. Wir gehen sollen. Glaube ich gefährlich. Nee. Ach, guck mal, was ist das da? Ach, da ist unser Floß. Das ist unser Floß. Also zur Not könnte ich ja noch ein paar Planken benutzen und noch höher bauen. So, warte mal. Das sollten wir jetzt nicht machen. Warte, was steht hier? Wir haben nur die Station. Die Ranger Station. Die war doch hier. Gehen wir nochmal zurück zur Ranger Station. Ja, wegen der Glühbirne, ne? Genau. Auch wenn wir dafür nochmal den Parcours meistern müssen. Na, wo war das nochmal? In diese Richtung. Also laut Schild müssen wir hier lang. Okay. Ich habe ja nicht gesehen im Dunkeln. Okay. Oh Gott. Oh Bär. Nein. Boah, stirb, du Mistvieh. Okay. Hast du Schaden genommen? Ich hab noch einen Bärenkopf. Oh, sehr gut. Ja, jetzt haben wir auf jeden Fall noch was, wo wir das hin tun wollen. Ranger Station da lang. Ich kenn das gar nicht im Dunkel. Okay. Was war das für ein Geräusch? Weiß ich nicht. Ach, ich bin da bist du okay. So, genau hier, oder? Ja. Oh mein Gott. So gefährlich. Zum ersten Mal, weil beide gestorben sind, merke ich auch gerade. Ja, ne? So. Okay, hier leuchtet es. Oh, Junge. Okay, dann müssen wir. Okay, diesmal gehe ich zuerst. Ja, müssen wir einen größeren Abstand nehmen, ne? Damit die Dinger nicht runtergehen. Oder gehen gar nicht alle runter. Okay. Jetzt komme ich. Nein. Aber.
So, so wie, wie in einer Level-Up-Episode. Here we go, go, go! Aua. Okay. Cool, wir sind radioaktiv verstrahlt. Ja, so. Jetzt packen wir mal die Glühbirne da rein. Bisschen ja, Fortschritt. Sehen, was jetzt und es wird hell. Gott sei Dank. Oh Gott. Okay. Okay. Fix Arrow. There you go, Arrow. Das war's. Und nun? Da oben ist noch was. Oh. Da oben ist eine Kiste. Ich hab sie. Ich hab ein Rezept gefunden. Oh. Für ein Kokosnusshähnchen. Aber sollten wir erstmal mit ich hab Überreste gefunden. Bonus Hammer wird benötigt. Bonus Schraubenschlüssel. So, ja, wir brauchen diese ganzen Werkzeuge, die hier sind. Okay, warum haben wir ihn jetzt gefixt? Ich weiß nicht, ich habe dafür ein Achievement bekommen. Ja, ich auch, aber... Wenn ich so darüber nachdenke, wir können ja da... Warte mal, war hier nicht irgendwo in der Nähe? Nee, das, wo wir gestorben sind? Nö, nicht so wirklich. Mal ein bisschen da unten. Das hat Rezept nicht lieber in Sicherheit bringen. Am Floß. Ja. Wäre keine schlechte Idee. Da unten ist das Floß. Oh ja, da. Komm mal her. Ja, ich sehe es. Wollen wir hier runter springen? Oder versuchen? Hand in Hand. Warte mal, ich gehe mal ein bisschen weiter hier lang. Was von ganz oben? Oh, oh, ich rutsche. Ah! Oh, da. Ich hoffe, du. Oh. Okay, wow. Ich springe. Geronimo! Fuck, ich bin tot. Aber. Was? Aua! Wo bist du? Im Wasser. Ich auch. Ich habe keinen Schaden bekommen. Ich hab einmal Schaden bekommen. Ja. Ich glaube, du steuerst das Floß mal in Richtung Strand. Wo ist denn der nochmal? Keine Ahnung. Okay, ich nehme an, wir tun noch so ein bisschen hier rumschwimmen dann. Gut. Ja. Warte mal, wo ist überhaupt, wo war? Blablabla. Hi. Meinem eigenen Fluss ist zurecht. Du Stück. Finger weg. Na. Ich habe jetzt gerade gar nichts. Aber hey. Ja, ich hab Honigwaben. Stein und Seil. Ich muss ein bisschen eine normale Axt hier herstellen. Gott, wir haben keine Seile. Keine Eier. René, leg gefälligst Eier. Aber es ist erstmal gut, dass wir in Sicherheit sind. So, häng mal das Rezept irgendwo dahin am besten. Ja, Moment. Lass mich eben um die Tiere kümmern. Gott. So. Okay. Kann ich wenigstens meine Ananas hier die ganze Zeit mitnehmen? Ja, warte, ich häng's hier auf die Rückseite. So, ich tu mal ein paar Seile herstellen. Oh, das können wir sogar machen. Wir brauchen dafür zweimal Hähnchen, wir brauchen eine Kokosnuss und wir brauchen einen Pilz. Höhlenpilz. Es ist natürlich blöd, dass wir keinen Chicken haben. Rohes? Was? Rohes Chicken? Ja, rohes Chicken. Bist du dafür, wenn ich nochmal unsere Stairway to Heaven noch erweitert, damit wir vielleicht da oben hinkommen können. Willst du wirklich die Stairway to Heaven noch weitermachen? Ja, soll ich da machen? Sonst wüsste ich nicht, wie wir da hinkommen sollen. Ich meine, wir haben ja jetzt den Strand gesehen, nur wir haben vergessen, wo er war. Ja. Ich kann noch alle verbleibenden Planken benutzen, um noch weiter höher zu bauen. Oh Junge. Das fühlt sich zwar ein bisschen gecheatet an, aber irgendwie... Aber irgendwie fühlt sie sich auch irgendwie richtig an. Ich würde mal sagen, dann werden wir in der nächsten Aufnahmesession weiter versuchen, die Insel zu erkunden. Wir haben erst 30 Minuten. Ja, aber ich glaube, so viel werden wir nicht schaffen. Oh,
Vielleicht solltest du nicht alle Planken verwenden. Weil wenn du jetzt alle Planken verwendest, haben wir nichts mehr zu essen. What? Also, ja, ich werde nicht alle verbrauchen. Ja gut, weil, oh Gott, ich verdurste schon. Es funktioniert auf jeden Fall. Das ist so gecheatet. Und ich habe jetzt keine Wassermelonen mehr. Oh Gott, ist das hoch. Fall nicht runter. So spielt man Raft, oder? Genauso. So. Ich tue jetzt noch die Bäume abfällen. Oh Gott, dauert das jetzt lange. Ja. Warte mal. Moment. Was ich noch machen könnte. Haben wir nicht irgendwie was hier gerade bekommen? Irgendwie so? Bioantrieb oder irgendwie sowas? Den muss ich erst noch bauen. Ich weiß nicht genau, wie man den bauen kann. Also hat schon eingelöst, das Rezept. Was ist das? Ja. Recycler, Bienenstock. Da! Biokraftstoff, Raffinerie. Macht Rohstoff und Honig zu Biokraftstoff. Dafür brauchen wir Kunststoff, wir brauchen Planken und wir brauchen ein Bolzen und ein Scharnier und Seile. Wo findest du den denn? Den findest du unter andere. Gib mir mal bitte 10 Planken. Nee, wir können ihn eh nicht bauen. Wir haben nicht genug Kunststoff. Nein. Und wir können auch im Moment sowieso keine Bolzen machen. Wir haben kein Eisenerz. So ein Dreck. So, ich versuche den mal aber zu finden. Aber wir brauchen sowieso noch ein paar Planken. Befeuer mal bitte den Grill, wo das Fleisch und das ungegarte Fleisch drauf ist. Wir brauchen aber Scharniere. Wir können auch Scharniere anstatt Bolzen, glaube ich, nehmen. So wie ich das sehe. Ja, sind Bolzen oder Scharniere? Ich nehme an, man braucht nur einen davon, oder? Keine Ahnung, das kann ich dir jetzt nicht sagen. Aber wie gesagt, wir haben kein, Kunststoff. Naja, Kunststoff hatten wir ja, aber haben wir wieder verloren, als wir gestorben sind. Ja. Aber ich sorge jetzt mal dafür, dass, hast du noch irgendwie ein... wir haben kein Trophäenbrett mehr. Nee. Müsste ich eins bauen. Das ist halt erstmal... Nein, das mache ich jetzt. Will diesen Bärenkopf daran hängen. So. Na gut, okay, dann brauche ich noch einen Nägel. So. Nein, und davon sind nur 2 da. Ja. Also ich muss einmal Schrott opfern. So. Okay. Ach, man braucht 2-mal Schrott. Okay. Ich hab Palmblätter davon bekommen. So. Ja, Moment. Lass mich mal eben an die Planken, damit ich das Brett machen kann. Ja. Okay, wenn es einen Tod so aus dem Konzept gebracht hatte. So, jetzt muss ich noch eben diesen... Der hier am besten hier so nehmen, wenn er passt, passt nicht. Schade. So. Und da kommt jetzt der Bärenkopf hin. Oh Gott, ich habe keine Waffen, ich habe gar nichts, ey. Okay. So, jetzt brauchen wir noch. Ich nenne ihn. So. Der Schatten davon. Da, ich hab ihn einen Namen gegeben. Komm her. Ja, warte, ich bin gerade hier beschäftigt. Ich liebe diesen Namen. Gott. Wo bist du? Hier.
Herbert. Ist klar. Wow. Herbert! Ja, Herbert! Okay. Das ist ein super Name! Ja. Ich nehme mal eben ein paar Ananas. Ich muss mal kurz hier was testen. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass wir jetzt schon bereit sind, diese Insel zu erkunden. Also richtig. Das wollen wir wirklich in der nächsten Aufnahmesession machen. Oh Gott. Wo bist du? Nirgendwo. Bist nirgendwo? Bist hier mitten im Nirgendwo. So, mein Gott, ich bin auf der Höhe der Möwen. Das klappt nicht, habe ich schon versucht. Ja, ich glaube, da müssen wir doch die Segel setzen und woanders hingehen. Noch ein ganz klein bisschen. Was ich habe. Warte, lass mich erstmal runter. Ich suche noch einen guten Ort, wo wir ja mit dem Ding anlegen. Wo wir parken können. Das blöde Ding da, das ich gebaut habe. Mein Gott, ey. Das war nur noch. Was? Ich soll da oben drauf gehen. Okay. Nein. Ich muss mal nur noch einen Ort finden, wo ich das Ding anlegen kann. Oh Gott. Ja, warte, ich. Der große Finger. Ja, bist du sicher, willst du da oben rumlaufen? Wenn ich das Ding bewege. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Also irgendwo gucken, wann das hier hoch genug ist. Also ich sehe das Floß schon gar nicht mehr, weil es so neblig ist. Wow. Okay, ich habe mich entschieden, ich gehe doch nicht da oben. Ich muss da irgendwie da hochkommen. Das ist doch da, wo das. Hey, warte mal. Wo bist du? Moment mal. Ach Gott, ey. So kompliziert gerade. Ja. Danilo, bring uns sicher an den Strand oder so. Ja, ich weiß nicht, wo der Strand ist. Ich nehme an, das ist da, wo die Bucht war letztens, die wir gesehen haben. Ja. Aber da will ich nicht hin. Ich will das Ding hier irgendwie so da anlegen. Diese Brücke, diese Treppe. Wenn wir da hinkommen. Also, ob ich das Ding gebaut habe. Dachte, damit du nochmal so richtig angeben kannst. Das auch, ne? Genau. So. Oh Gott, wo kommst du denn her? Damit. Mir hast du nicht gerechnet, ne? Ja, vom Himmel gefallen. Ein Master, der vom Himmel fiel. Hat man auch, sieht man auch nicht so häufig, ne? Ne. So. Aber ich habe jetzt genügend Zeit damit, damit ich mir einmal Heilsalbe herstellen kann. Naja. Oh Gott. Warte, Moment mal. Wenn es jetzt gerade regnet, warum sind die Bienen überhaupt noch am Leben? Was? Nee, Bienen sterben, wenn sie mit Wasser in Berührung kommen. Deswegen sind sie auch nie draußen. Draußen, wenn es regnet. Wusstest du das nicht? Die Flügel der Bienen dürfen nicht nass werden. Ah. Herr, siehst du das nicht? Kannst du mir mal einen Gefallen tun und den Anker lichten? Einmal ganz kurz und bereitstehen. Ich stehe auch bereit. So, falsche Richtung. Nein. Kannst du mal das Segel nach links packen? Oh mein Gott. Du musst mal mit mir ein bisschen kurz hier zusammenarbeiten. Segel nach links, sagst du. Oh Gott, jetzt sind wir schon zu nah, glaube ich. So? Nach links. Mehr links? Ja, ganz nach links durchdrehen. Geht das? Mach ich doch schon. Bist du sicher? Ich bewege dich hier gerade nicht. Du stehst ja auch gar nicht am Rad. Ja, du sollst am Rad stehen kurz.
Oh, was? Ja, ich muss mal kurz hier. Ich muss mal gucken, ob wir hier auch landen können. Ja. Ja, okay, wieder. Bisschen zurück. Ja, ne, doch ein bisschen. Nach links. Nach links. Ja, geradeaus jetzt. Wir tun mal wieder mittig machen, bitte. Okay. Jetzt müssen wir eigentlich ein bisschen. Hast du den Anker? Nein, wie soll ich das machen? Ist der Anker. So, ich hab den Anker gelichtet. Okay, jetzt müssen wir nur noch geradeaus ein bisschen. Oh Gott. Noch ein bisschen. Gott verdammt. Geh nach vorne. Du blödes Ding. Warte, ich tue es mal eben, das Segel mal nach oben. Ja. Nee, wir gehen weiter weg. Nein. Nein, Daniro, tu was! Ja, schmeiß mal einen Motor an oder irgendwie so, keine Ahnung, wir müssen nach vorne. Komm on! Warte, Moment. Ist das überhaupt hier der richtige Ort, wo wir hin müssen? Keine Ahnung. Wir gehen immer weiter weg. Nein. Wir müssen auch nur vernünftig parken. Nein. Hey, da ist aber das Segel überhaupt nach vorne? Boah, kümmere dich doch mal ein bisschen! Boah, ich bin da hier oben, ich muss doch gucken, wie weit wir da rankommen. Ich kann nicht gleichzeitig das Ding. Komm her, du Möwe! Warte. Warte, so lange, bis ich wieder unten bin. Der Segel ist doch gar nicht vorne, Mann. Ja, natürlich bewegen wir uns doch nicht nach vorne. Boah. Alter, brauchst so lange, bis du zurückkommst. Bist du wieder zurück? Ja, ich bin wieder da. Komm, bitte. Also was soll ich tun? Soll ich erstmal den Anker lichten? Ja. Wir sollen nach vorne gehen, damit wir da oben hinkommen. Die Höhe stimmt, muss nur noch ein bisschen näher dran. Na, ah, geht jetzt nicht nach vorne. Sind die ganzen Motoren nicht alle an oder was? So, sind da keine Planken drin oder warum sind die wieder? Keine Ahnung. Der eine ist gar nicht an, deswegen. Wir sind in die Richtung. Achso, in die Richtung. Ups. Ups. Ja. Ja, von hier aus nicht sehen, ey. So, vielleicht muss mal kurz gucken. Eine Sekunde. Ja, okay. Eins, Zeit ist um. Alles klar, weiter. Eine Sekunde. Also so ein ganz kleines bisschen. Okay, dann komm wieder zurück. Tu mein Anker nach vorne rausholen. Okay, Anker lichten. Okay, wieder rein. Ich kann nicht. Ah! Okay, ist unten. Okay, ja, okay. Besser geht's nicht. Ich brauche noch vielleicht ein, zwei Stufen und dann können wir da reingehen. Okay, warte, dann sehe ich mir das jetzt auch mal an. Warte. Also kann ich die Motoren ausschalten? Ja. Oh mein Gott. Was machen wir für Sachen, ey? Abstellen, ja. Zur Not müssen wir kreativ werden, okay? Ja, wir sind kreativ. Haben wir alles in Minecraft gelernt. Oh mein Gott, ey. Ja, müssen wir wieder warten, bis die Planken hier spawnen. Das dauert so lange, bis du da oben bist, ne? Gott, warum ist das hier so am Schwanken?
weiß es doch nicht. Ja, weißt du, was noch ein schöneres Gefühl wird? Wenn wir dieses Stairway to Heaven mit einem Schlag kaputt machen. So, jetzt kommen wir hier hoch. Was zum, was hast du denn jetzt? Wie hast du das denn jetzt gemacht? Ich bin darüber gesprungen, als das nah genug dran war. Hallo? Bei mir reicht das nicht mal ansatzweise. Ja, muss ein bisschen auf die. Ja, muss ein bisschen mit den Wellen arbeiten, ne? Ja, sicher, mit den Wellen arbeiten. Du bist lustig. Okay, boah, jetzt sagt man nicht, hier kann man nicht hoch. Ja, mit den Wellen arbeiten. Du bist witzig. Aber sag mal, ich kann mir immer noch einmal heilsalbe machen. Also keinen Schaden genommen, oder? Nein, habe ich nicht, aber ich habe zumindest jetzt einmal Heilsalbe. Im Falle eines Falles, falls so ein böser Bär kommt. Ja. Und wir brauchen immer noch Planken. Ja, wir kommen ja aber nicht durch. Hier ist so ein kleiner Ort, aber da kommen wir nicht weiter. Ich von irgendwo anders. So, und jetzt muss ich auch erstmal hier meine ganzen Ananas wieder mitnehmen. Hier ist diese kleine Bucht schon wieder. Da muss das Ding wieder irgendwo anders. Ah, komm schon, da kann man auch voll hochklettern, ey. Aber irgendwie will das Spiel nicht, dass ich das mache. Das Spiel sagt nein. Nein. Wie soll man denn da hochkommen? Was ist passiert? Warum schwankt? Ah, das Ding schwankt zu sehr. Ich sehe dich da unten. Oh, Hilfe, das schwankt wirklich. Oh Gott. Ah, jetzt so viel Kunststoff. Ich glaub, also Kunststoff? Ja. Hier im Wasser. Nein, Hilfe, jetzt greift mich ein Hai an. Och nein. Och nein. Ist ja gut, ich mache ja gerade so eine Erkundungstour gerade. Also wie gesagt, ich komme so nicht auf die Insel. Das schwankt mir gerade zu sehr. Hey, unsere Ernte. Okay, was ist das denn hier? So ein Zaun. Da sind wieder so Wildbären, glaube ich. Nimm mal mit. Ja, einmal Wildbären. Watch out for bears. Sehe aber keinen. Boah, es muss doch irgendwie einen Weg geben. Ich kann doch nicht so rüberkommen. Das ist nicht möglich. Zumindest für mich nicht. Ich kann da nicht einfach so rüberspringen. Okay. Ich komme, glaube ich, lieber zurück. Ja, komm bitte wieder zurück. Ja, ich bin da nur in die Bucht reingegangen. Da war irgendwie nur so ein kleiner Zaun mit so zwei Wildbären. Hier spielt Garry's Mod. Ja, natürlich ist da wieder ein Bär da hinten. An der gleichen Stelle, wo wir die ganze Zeit schon waren. Gott. Sammle den ganzen Punsch auf ein, dann kann ich uns zumindest noch etwas Gutes bauen. Ja. Oh, und vergiss nicht, ich brauche insgesamt 10. Nee, 12 waren es. Ich habe 5. Ich habe eine Planke. Zur Not müssen wir halt warten, bis die Bäume ja die ganze Zeit hier respawnen, um Planken zu farmen, damit wir noch höher kommen. Ja, aber ich sehe da hinten eine Kiste. Ja, ich sehe da hinten eine Kiste und ich sehe da hinten noch mehr Loot. Ich nehme an, dann schwimmen wir hier ein bisschen
um die Insel herum, ne? Müssen wir irgendwie einen besseren Ort finden. Dahin das können zu kommen. Wir alles im Laufe der Wochen ja noch rausfinden. Ja. Aber ich sammle hier erstmal hier ein bisschen ein. Naja. Also ich will zumindest versuchen, mir zumindest diese Raffinerie zu bauen. Ja, und ich glaube, dass ich auch auf einem ganz guten Weg bin. Das. Was ist das für ein Schatten? Na, ah, Dreck. Ach so, das sind nur Palmenblätter. Ich kann nicht gleichzeitig das Ding drehen und den Anker die ganze Zeit rein und raus machen. Es funktioniert nicht. Nicht, aber ich glaube, dass ich jetzt gleich genügend zusammen habe für die Raffinerie. Okay, dann mach den mal bitte. Bin dann hier im Fluss. What? Wo bist du denn? Ich bin hier gerade so ein bisschen abseits, weil ich da zwei Kisten gesehen habe und noch ein paar Fässer. Ja. Ich bin gerade auf dem Weg zu denen. Nein, ist eine Kiste noch. Ja, sammel die ein. Nein, ich schwimme jetzt zurück zum Floß. Ach, jetzt kommt mir ja wieder nicht vorbei. Wow. Hilfe! Was ist los? Ich lass mich nicht zurück. Aua! Wo bist du denn? Ach, warte, bin gleich drauf. Bin gleich drauf. Okay, bin drauf. Auf. Sag mal, ich glaube, es hackt. So. Ich versuche jetzt mal diese Teile zu bauen. Hm. Oh, also gib mir einen Moment. Andere. Ach, meine Axt ist gleich schon wieder kaputt. Ich brauche noch ein Scharnier und ich brauche Kunststoff. Wo hast du den Kunststoff? Hast du Kunststoff? Yes! Ja, ich habe ja noch nicht da reingetan. Also. Ja, ich brauch's dann. Ja, tun rein. Ich kann ihn bauen. Ich habe ihn gebaut. Okay. Okay, wo baue ich ihn? Wo setze ich den hin? Ich setze ihn mal hier hin. Okay. Bolzen, ey, haben wir doch nicht. Hey, benötigt Honig. Okay, ja, Honig haben wir. Ja, warte. Da ist gerade welcher fertig. Nehmen wir mit. Was können wir jetzt damit machen? Warte. Also wir können da rohe Kartoffeln platzieren. Du Sack. Na, warte mal. Nicht fallen. Das haben wir erforscht. Ich jetzt hier auf den Steinachs zurückgreifen muss, ne? Also wir brauchen auf jeden Fall Honig, aber wie machen wir Honig? Honigglas nehme ich an, ne? Ja, warte mal. Ja. Mal. Honigglas. Honig kann man sich doch herstellen, oder? Nee, das sieht nicht so aus. Was kann ich mit dem Honigglas machen hier? Warte, mit dem Honigglas? Was, wo findest du das denn? Ja, du hast auch Honiggläser gemacht, hast du gesagt. Ich habe Honigwaben. Ja, Gläser. Kannst du Herstellung von kann zur Herstellung von Honiggläsern verwendet werden? Ja, ich dachte, du hast Honiggläser, hast du nicht gesagt? Nee, habe ich nicht. Honiggläser? Haben wir die nicht freigeschaltet schon? Keine Ahnung. Honig. Haben wir Honigwabe und Glas? Steht hier. Honig? Ja. Warte, wo findest du das? Das ist ein Ding. Das ist im Forschungstisch habe ich das gefunden gerade. Ja, aber ich habe es nicht freigeschaltet. Was denn? Hm.
Ja, unterdings hier bei der Ressourcen, bei Schrauben, Honigwabe und Glas. Ah, Ressourcen, ah, Honig, da, Honig. Okay, wir brauchen 6 Honigwaben und einmal Glas. Das kann ich machen. Warte mal, mach ich mal eben. Ja. Ja. Ach. Ich tue unser Holz mal wieder farmen. Ja. Wo haben wir den Honig jetzt nochmal hingetan? In der Essenskiste, glaube ich. In der, genau, die Essenskiste. Ja. Okay, ich habe 2x Honig. Honig spawnt hier einfach. Das ist voll easy. Voll easy. Okay. Oh mein Gott, sieh dir das an. Sehe ich. So, was so. Du hier vom Kessel gemacht. Pass auf, da. Da kommt's raus. Ah. Und dann? Also ich habe da jetzt mal die ganzen Kartoffeln da rein getan und daraus kommt dann Elektrokraftstoff. Kartoffeln. Wo hast du denn da was reingetan? Da oben rein. Das sind hier alles Kartoffeln. Okay. Da kommt der Honig rein. Ah. Wassermelone. Okay. Müssen wir wohl warten, ne? Mhm. Ja, wir warten. Wir warten. Hm. Auch das dann das letzte, was wir heute machen werden. Ja, ich will zumindest diesen Kraftstoff dann noch sehen, den werden wir ja auch noch erforschen können. Ja, hoffentlich. Aber ich werde noch mehr Honig machen. Was er machen muss, muss er warten. Ja, aber zumindest damit wir. So, ich werde den Honig mal in die Essenskiste tun. Und denn das wird nämlich auch unsere Ressourcen. Na hier, rohe Kartoffeln platzieren. Denn weil 2 Gläser Honig macht das Teil ganz voll. Hm. Aber es tropft zumindest. Naja, wird wahrscheinlich ein bisschen dauern. Ja. Oh, sieh das an. Das sammle ich ein. Mein Gott. Ist ja nichts angepflanzt. Gar nichts. Ja, was soll ich denn machen? Anpflanzen. Oh. Das sollst du machen. Boah. Ja. Ja, ist auch gerade am Regnen. Das heißt, hier wird alles schön befeuchtet. Ja. Ja, du bist völlig wahnsinnig. Das hätte mir schon klar sein müssen, als du den Ballon geklaut hast. So. Das ist ach wirklich? Oder hat dein krimineller Geist mich durch Hypnose dazu gezwungen? So. So. Und? Yes, wow. Das sieht doch gut aus. Nach Honig muss da auch rein. Ja, warte, ich hole mal einmal. Okay. Müssen auch wieder ein bisschen farmen beim nächsten Mal. Bis hier wieder was tut. Ja. Aber benötigt Rohkost? Rohkost. Ach, Rohkost, ach so. Ja, Kartoffeln und so. Eine Melone kann ich auch gerade reinpacken. Ja, Kartoffeln und Rüben. Jetzt haben auch eigentlich die Rüben mal wieder einen Sinn. Ich habe gerade welche wieder angepflanzt, damit wir noch mehr bekommen. Ja, ich nehme hier ein paar Rüben. Damit wir auch mal hier ein bisschen andere Farbe haben. Ja, dann werde ich nämlich dann nachher den Kraftstoff mal erforschen, mal sehen, was wir daraus machen können. Boah, das ist gerade so genial. Und ich glaube, er ist fertig. Biokraftstoff aufnehmen. Kann für Betankung bestimmter Maschinen verwendet werden. Ah, man kann ihn nicht erforschen. Wait. Oh mein Gott.
Uff. Oh Mann. Biokraftstoff. Oh. Wir haben hier übrigens noch eine leere Batterie. für den Smoothie Maker. Wurde schon ein bisschen Kraftstoff gespawnt. Ja, ich habe ihn schon. Und dass er ihn erforscht. Kann man nicht erforschen. Na, was macht man denn dann mit dem? Also hier steht, kann für Betanken bestimmter Maschinen verwendet werden. Nur für welche Maschinen? Ich weiß genau für welche Maschinen. Welche denn? Komm doch mal her. Wo bist du? Mehr für? Ah. Wir können den Biokraftstoff nutzen, um unsere Motoren anzutreiben. Das wir wiederum sorgen dafür, dass wir keine Planken mehr verwenden müssen. Und somit schließt sich der Kreis. Heißt, das ist genial. Oh Gott, wir brauchen unbedingt neue Batterien. Hei. Erstmal bauen wir hier wieder. Boah, so alle viel Zeug, was wir zu tun haben. Ja, wir haben so viele Sachen, die wir hier wieder hier farmen müssen. Gott. Nein. Warte, ich höre einen Vogel. Ich habe keinen Bogen. Scheiße, ach nein, ich habe keinen Bogen. Aber ich habe wieder Honigwaben. Aber mein Ernst, du siehst wirklich gut aus mit dem Bärenkopf. Oh, vielen Dank, du auch. Dankeschön. Ich bin gerade bei meinen eigenen Dingen am machen. Mein eigenes Abenteuer. Du machst gerade dein eigenes Abenteuer, ich mache hier Hausarbeit. Einer muss es ja tun. Ich muss mir auch unbedingt einen neuen Bogen machen, unbedingt. Aber dafür brauchen wir einen Bolzen und wir haben keine Metallbarren. Was so eine Scheiße, ey. Au. Was ist? Ich glaube, da ist irgendwie eine unsichtbare Wand, die uns abfällt, irgendwie da rein zu. Oh nee. Die Wand denkt sich so. Nein, die hält uns davon ab zu cheaten. Wie soll man dann zur Radiostation kommen? Hier, ich halte hier gerade meine Axt hoch und roch gerade an der ersten Planke dann so. Wo bist denn du? Ich laufe gerade die Stairway to Heaven hoch. Ja. Doch, aber ich komme hier nicht weiter. Nee, hier geht's auch nicht weiter. Müssen wir halt wirklich versuchen, an dem Strand anzudocken. Ja, wenn wir ihn mal finden würden, ne? Ja, wir müssen einfach immer wieder um die Insel rum. Aber erstmal sorge ich dafür, dass unsere Motoren den Biokraftstoff bekommen. Und ihr Bienchen, ihr macht weiter euer Werk. Mal weiter, ja. Um die Insel herumschwimmen, ein bisschen vor meinem Park beenden. Ja, gut. Wir haben schon über eine Stunde hier. Ja, gerade. Okay, wir haben wieder neuen Kraftstoff. Ich hoffe, ich hole noch eben Honig, damit wir. Wie soll man das überleben? Da
Warum habe ich noch eine volle Batterie bei mir? So, aber also war echt gestorben, weil es nachts war und die Bären dann irgendwie voll stark sind, oder was? Nein, das glaube ich nicht. Wahrscheinlich waren wir geschwächt gewesen. Ich war voller AP irgendwie. Dann hat er uns angegriffen, ich habe dich getragen, dann habe ich irgendwie wäre ich fast gestorben und ja, dann bin ich gestorben. Aber vorher hat er ja gar keinen Schaden gemacht, ey. Keine Ahnung. Aber wie gesagt, der Biokraftstoff, den können wir nutzen, um unsere Motoren anzufeuern. Jetzt machen wir auch wieder Planken langsam. Ich habe die fast alle verbraucht hier für die Stairway. Ja, deswegen. Und wir können halt die ganze Rohkost dafür nutzen, damit wir unseren Kraftstoff bekommen. Ja. So schließt sich der Kreis. Nice. Makes sense, ne? Jetzt bewegen wir uns wieder nicht. Ne. Ah, okay. Ich kümmere mich jetzt erstmal um den Kraftstoff. Muss ich sagen, beenden wir ein Party und überlegen wir uns beim nächsten Mal, was wir machen. Gut, dann haben wir zumindest noch viel Zeit zum Überlegen. Machen wir so, ne? Ja. Ja gut, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao. Ciao, ciao.